Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 hinter Kaifek mit dem Paul. Hallo. Servus. Servus. So, wie ihr seht schon hier, der Paul war sehr fleißig. Alter Verwalter. Du weißt, dass es so nicht zugelassen ist, ne? Ich weiß. Ist ja aber auch schnuppegal, ne? Ja. Sind das alle Ballen vom Feld? Nein. Ach du Schande. 25 liegen noch draußen. Gut, Paul, ich würde sagen, dass du den stärkeren Traktor hast, fährst du hoch. Paul, wo fährst du hin? Ich will erstmal tanken gehen. Paul! Achso, wir fahren mal kurz nach hinten, weil ich habe mit dem Paus jetzt in der Pause, nenne es mal ganz vorsichtig, habe ich den Sealer festgefahren, zugedeckt. Das heißt, das läuft jetzt auch. Oh Gott. Hab mir jetzt schon mal die Ballengabel dran geklemmt. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel, hier hinten muss er hin, Paul. Was? Beides Silos ist abgedeckt. Das heißt, der rechte ist jetzt gerade frisch zugedeckt und der linke hat schon 100%. Das heißt, da können wir schon aufmachen und Silage draus schöpfen. Hier hinten ist die Tankstelle, Paul, ne? Du kommst, ja, ich komm schon. Du kommst über beide Seiten nach hinten. Alter, dein Betag, ne? Der brüllt. Der brüllt, der war richtig do. So, ich fahr schon mal vor und dann, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, die Ballen hochzubringen. Achtung, sie sind noch angebunden. Sind noch angebunden. Okay, gut. Weil wir müssen jetzt oben Ballen abladen. Da würde ich sagen, fahren wir einfach mal hier rein. Aber es kann sein, dass du hinten ein bisschen schieben musst, Paul, weil ich weiß nicht, ob wir da hochkommen. Ja, jetzt warte mal kurz. So. Jetzt. Willst du den Wagen hochziehen, oder was? Ja, natürlich. Nee, das machen wir nicht. Das kriegen wir nie wieder raus. Doch, geht. Hast du schon öfter gemacht, oder was? Das passt nicht. Ja, jetzt rückwärts. Paul, das passt nicht. Mann! Das ist, Jetzt kannst du zeigen, ob du fahren kannst. Alter, das Ding schiebt ja. Ah! Okay, warte mal, wir müssen da Plan B nehmen. Ich muss immer ein bisschen entgegendrücken, damit er abbremst hier. Es gibt nämlich noch einen zweiten Eingang in diese Scheune. Oh Gott! Da müssen wir einmal um den ganzen Salat hier rumfahren. Ah ja. Aber ich schaff das. Boah, die Reifen tun mir jetzt schon leid von dem Wagen, ne? Warum hast du den so voll gemacht, Paul? Ich will nicht zigtausendmal auf dem Feld fahren. Wir sind gegenüber. Ja, eben. Ein Grund mehr. Oh, der gute Paus, ey. Boah, ich will das Ding nicht umwerfen. Ich brauch's dann noch für ein Thumbnail. Alter, wir sind überall zu hoch, ne? Das ist eine gute Gabel für deine Karre. Das stimmt. Glaube ich zumindest. Ich habe sie noch nicht getestet. Hallo. Ich bin Landwirt. Das alleine rechtfertigt alles. Wunderbar, damit kann ich leben. Wenn ich das auch richtig im Kopf habe, darfst du bei landwirtschaftlichen Gütern bis 4,30 Meter Höhe haben. Also von daher. Ich habe hier Malheur, warte. Was machst du schon wieder? Ja, das Ding ist alles zu tief. Ja, man lädt auch draußen aus, man fährt nicht. Jetzt warte doch mal einen Moment. Ich will doch hier nicht im Nassen abladen. Der andere Eingang geht auch nicht. Hinten gibt's noch einen Eingang, warte. Ah ja. Hier steht ja alles mögliche rum. Ja, das muss man vielleicht mal aufräumen. Ah ja. Siehst du, das ist der Premium-Eingang hier. Ah ja. Gott sei Dank ist das Ding gemauert hier, ey. Ach komm schon! Das ist einfach zu hoch, Paul. Ja, warte. Lass mal draußen stehen. Warte. Oh Gott, warte! Jetzt ist. Hör doch mal auf zu hupen hier. Warte mal. Jetzt ist, glaube ich, vorbei. Oh oh.
Wollen wir hier einfach quer hinstellen und dann immer rein und rausfahren? Jetzt stellst du ihn da außen mal kurz ab und dann fahren wir mal ein paar Ballen rein und dann kannst du durchfahren, wenn du willst. Hohlschwung, schreibt einer. Ja, genau. Mahlzeit. Ja, du musst dich da natürlich durchquetschen mit deinen Premium-Reifen, ja, ne? Ja. Meine Güte. Sollen wir es noch stehen lassen? Bleib doch mal stehen und häng ab. Okay, ja, schreib mich nicht an. So. So, wisst ihr, was wir jetzt machen können? Ich mag das Teil, weißt du? Machen wir einfach den hier. So, hast du Spanngurte aufgemacht? Nee, warte mal. Nehmen einfach den ganzen Wagen mit. Nein, bitte nicht, warte. Lass mich, warte, ich muss mal hier ganz kurz. So, ist er ab jetzt? Nein, sie sind erst recht dran. Jetzt sind sie ab, ne? Ja. Oder? Nein, sie sind wieder dran. Egal. Fahr du mal rein, ich reiche dir an die Türe, komm. Ah, okay, dann bin ich im Tunnel. Kannst du stapeln und ich liefere einfach vor. Oh. Ah ja. Oh, da geht aber richtig gut, ne? Hier ist mal wieder gut zum Abstreifen. Mann, geht das auch schön hier? Meine Güte. Nein, nur mit Schwung. Ich glaube, ich brauche noch kein Licht. Ist noch zu früh für Licht. Jetzt die Frage, wollen wir die jetzt... Ach, wir legen die einfach so hin. Dass du mit dem Vorder da gerade so hoch, dass du gerade so weiter hochkommst, ne? Das wundert mich schon ein bisschen. Locker. Easy. Ganze Höhe ausnutzen. Sieht so komisch aus. Na, Paul. Ich hasse es. Da sind noch Spanngurte drin. Häng mal an und mach Spanngurte raus. Nehm den ganzen Wagen mit. Warte. Wir brauchen was Schönes. Ist ab. Nein, nochmal. Jetzt? Jetzt. Ich kuppel ab. Alle runter. Oh. Das war geplant. Gefangen. Ah, nein. Verkackt. Es ist hier einfach schwierig. Sonst geht's dir gut, oder? Alles fitti, danke! Okay. Du kannst ja aber auch ganz reinfahren, Paul. Da fahren wir einfach hin und her. Wenn du dich schon mal dran hast, ist es, glaube ich, besser. So. Aber dann muss ich da drin stapeln. Nee, musst du nicht. Einfach nur hinlegen. Ah ja. Mach den Deichsel gerade, sonst gibt der Anhänger. Wir wollten nur die oberste Schicht runterpacken und dann fahren wir den Anhänger rein, weißt du? Ja, wenn das noch funktioniert. Klingen ja schon wieder zwei Ballen rum. Der fliegt nämlich auseinander. Ehrlich? Ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Gebilde. Malheur! Lassen sich aber auch null anstechen. Das ist leider das Problem bei den Ballen. Also so geil wie sie sind, die Ballen,
optisch und so weiter, aber sonst... Ich weiß auch nicht, ob das einfach an den Rundballen liegt. Das kann natürlich... Hallo, Mahlzeit! Weiter, fass hier rein, Alter! Ach, Paul, ne? Das war deine Idee, diese da reinzustapeln, also darfst du... Ja, aber machen. Das war deine Idee davor, ne? Was? Okay, mach sie rein. Ich habe ihn extra dort unten abgehängt, dass man sie dort schön reinfahren könnte. Das Coole ist halt jetzt, wenn wir irgendwie was unten brauchen würden, weißt du, dann nehmen wir dir einfach den Ball und hauen ihn hier runter und dann ist er schon im untersten Stockwerk. Das ist schon geil. Mhm. Oder hier, diese Klappe geht auch. Weiß zwar nicht, warum ich noch den Scheibenwischern habe hier in der Halle, aber naja. Staubig wahrscheinlich. Scheinsphysik. Aber es regnet nicht durch die Halle. Wow, sie haben immerhin mal ein Problem gelöst. Oh ja. Das muss man auch mal lobenswert erwähnen hier. Kannst du jemanden gebrauchen, der den Chat vorliest? Glaube nicht. Verdammt. Außer du hast eine engelsgleiche Stimme, dann können wir drüber reden, aber... Ich hab ein kleines Malheur. Was? Hallo! Warte, ich kann's... Warte, I will help you. Das ist freundlich. Ja, meine Kabine war noch ganz dicht bei dem. Das ist schwierig. Ich glaube, es liegt einfach an den Ballen, dass du die nicht so rumstechen kannst. Naja, scheiß Rundballphysik. Ja, einmal über den Traktor rüber. Ich glaube, wir machen nächstes Mal wieder Quaderballen. Oder halt diese kleinen Ballen. Ja, aber die sind halt, das sind halt so viele, weißt du? Ja. Aber das ist halt schon wieder fragwürdig, weißt du? Weil, warum geht der nicht runter zum Beispiel? Ja, ja. Habt ihr denn die Kühe? Ja, wir haben Kühe. Nicht viele, aber wir haben ein paar. Denen geht's auch richtig gut. Alter, der Haut. Was? Der Anhänger sieht aber nicht so gut aus. Nö. Weißt du, bei jedem normalen Real-Life-Strohballen kannst du hier reinstechen, wie du willst, ne? Hier schiebe ich einfach nur den Ballen weiter. Benutzt der Lenkrad-Tastatur? Ich fahre mit Lenkrad. Paul, weiß ich nicht. Tastatur. Good old Tastatur, weißt du? Ja, weder Geld noch Platz sind da, um Lenkrad aufzubauen. Ja, gut. Na, Platz wäre wahrscheinlich schon machbar, aber wegen den paar Stunden habe ich eigentlich keinen Bock, da zig 100 Euro auszugeben. Wir müssen mal ein Spendenziel einbauen. Lenkrad für Paul. Sag das nicht zu laut. Ja, das ist leider schon öfter was laut gesagt und dann ist irgendwie in die Hose gegangen. Ab und zu ganz gut hier mit den Zweier, weißt du? Aber ab und zu denkst du ja auch, alter Schwede, was ist das hier? Mhm. So. Hat dir dein TS-Personal schon meinen Gruß ausgerichtet? Noch nicht. Wen hast du es denn gesagt?
Aber nee, das hätte ich noch nicht. So, gut. Das mit den Heuballen müssen wir gucken, ne? Da müssen wir, ja. Juhu, ich freue mich. Ich freue mich. Ja, gut. So, das nehmen wir hier hin. Gut, liebe Leute, wir machen das jetzt mal in Ruhe weiter, sodass wir bis zum nächsten Mal dann hoffentlich keine Ballen mehr sehen. Schauen wir mal. Für den Moment sind wir erstmal fertig. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschüss.